Nun noch ein paar Eigenschaften zu den Operatoren. Zunächst die Präzedenz. Sehr stark binden die Postfix-Operatoren plus plus und minus minus. Dann gilt in Java, wie Sie es von der Schule auch gewohnt sind, auch Punkt vor Strichrechnung. Das heißt, die Multiplikationsoperatoren binden stärker als die Additionsoperatoren. Mal dividiert durch und modulo, also die Restbildung. Diese Operatoren binden stärker als Plus und Minus. Danach kommen sowas wie Gleichheitsoperatoren, gleich, gleich, ungleich. Und eine sehr niedrige Priorität haben Zuweisungsoperatoren. Gleich, plus, gleich, mal, gleich. Natürlich ist es mit Hilfe von Klammern möglich, die Präzedenz abzuändern. Das heißt, wenn ich berechnen will, oder wenn ich den Ausdruck habe, 3 plus 5 mal 2, aber möchte 3 plus 5 brechen und dann mal 2, muss ich, Klammer auf, 3 plus 5, Klammer zu, mal 2 dorthin schreiben. Die Assoziativität, weitere Eigenschaften. Es ist wichtig bei Operatoren gleicher Präzedenz. Dann gilt, alle unären Operatoren sind rechtsassoziativ und alle binären Operatoren, außer den Zuweisungsoperatoren, sind linksassoziativ. Das heißt, wenn ich habe 4 plus 5 plus 6, wird erst 4 plus 5 berechnet und dann plus 6. Zuweisungsoperatoren sind rechtsassoziativ. Klar, dann wird erst der Ausdruck rechts vom Zuweisungsoperator berechnet und dann wird der berechnete Wert links der Variablen zugewiesen.